Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Heute gibt es mal wieder eine kleine Musteranleitung in festen Maschen und Stäbchen. Eine super schöne Variation, einfach und schnell zu häkeln und zu lernen. Und wie es genau geht, zeige ich euch jetzt. Ich habe dafür hier meine 6er-Nadel verwendet und mal wieder die My Boshi Nummer 1 Wolle. Viel Spaß! So ihr Lieben, für dieses Muster braucht ihr als Grundlage eine Luftmaschenkette mit einer ungeraden Grundzahl plus 3. Bei mir werden das insgesamt 16 Maschen, die ich jetzt als erstes anschlage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier habe ich jetzt meine 16 Luftmaschen. Die ersten drei lasse ich praktischerweise direkt aus. Also das sind dann insgesamt die 13, also meine ungerade Zahl, plus 3 sind 6. Die ersten drei werden dann ausgelassen. Und ich starte dann hier in der vierten Luftmasche von der Nadel aus gesehen mit einer festen Masche. Also einstechen, Faden durchholen und den Faden durch die beiden ziehen. Dann einen Umschlag. Wieder einstechen, in die nächste Masche und ein Stäbchen häkeln. Durch 2 und durch 2. Dann nehme ich keinen Umschlag, sondern häkel direkt wieder eine feste Masche hier unten rein. Und dann wieder den Umschlag und wieder das Stäbchen. Also immer im Wechsel Stäbchen und feste Maschen häkeln und dabei eben mit der festen Masche anfangen, also feste Masche, Stäbchen, feste Masche, Stäbchen. Und das nächste, was ich häkle, ist dann wieder eine feste Masche. Und weil ich ja mit der festen Masche angefangen habe und eine ungerade Zahl als Basis habe, höre ich dann gleich auch wieder mit der festen Masche auf. Und bis dahin häkle ich feste Maschen und Stäbchen im Wechsel. Feste Masche, Stäbchen. Und die letzte Masche ist dann wieder eine feste Masche und die kommt hier in die letzte Luftmasche hinein. Und so sieht meine erste Reihe, meine erste vollständige Reihe nach der Luftmaschenkette dann aus. Im Wechsel feste Maschen und Stäbchen gehäkelt und dabei habe ich hier mit der festen Masche begonnen. Hier dann das Stäbchen, feste Masche, Stäbchen und das immer im Wechsel, bis ich hier als letzte Masche wieder die feste Masche habe. Weiter geht's und zwar starte ich die Reihe wieder mit 3 Luftmaschen. Dann einmal drehen und dann steche ich hier in die Masche vom Stäbchen ein, diese hier, und häkel dort eine feste Masche drauf. Natürlich keinen Umschlag nehmen vorher. So, hier einstechen und die feste Masche häkeln. Dann habe ich hier die Masche von der festen Masche der Vorreihe. Dort häkle ich ein Stäbchen drauf. Also immer genau das häkeln, was ich in der Vorreihe nicht hatte. Hier habe ich wieder die Masche vom Stäbchen. Dort kommt wieder eine feste Masche drauf. Und jetzt häkle ich einfach wieder genau abwechselnd. Auf die feste Masche folgt wieder das Stäbchen. Und dann hier danach natürlich wieder die feste Masche, die hier auf das Stäbchen der Vorreihe gehäkelt wird. Also immer genau versetzt. Und so ergibt sich dann natürlich auch das Muster. Stäbchen, feste Masche, Stäbchen, feste Masche,
Stäbchen, feste Masche, Stäbchen. Und dann komme ich hier zur Luftmaschenkette, die ich hier in der Vorreihe ausgelassen habe. Und dort häkle ich wieder eine feste Masche hin. Dann habe ich hier die Reihe einmal komplett abgehäkelt. Und ihr seht, es gleicht sich auch jetzt ganz schön aus. In der ersten Reihe war es so ein bisschen gestaucht noch. Und dadurch, dass ich jetzt eben die Plätze ausgenutzt habe, die hier so ein bisschen tiefer lagen mit den Stäbchen, gleicht sich das jetzt wirklich hier schön aus. Und ich habe hier oben eine schöne gerade Kante. Und es geht jetzt wieder los mit der dritten Reihe. Mit drei Luftmaschen einmal drehen. Und dann habe ich hier wieder die Masche vom Stäbchen, dort hinein eine feste Masche und dann immer abwechselnd feste Maschen und Stäbchen häkeln. Stäbchen gehäkelt, jetzt kommt die feste Masche, dann kommt hier wieder das Stäbchen, die feste Masche, dann wieder das Stäbchen. Und das immer schön im Wechsel häkeln. Stäbchen. Und dann habe ich hier noch die feste Masche, die um die kleine Luftmaschenkette herum gehäkelt wird. Und dann ist auch diese Reihe schon abgeschlossen. Und ich zeige euch nochmal die vierte Reihe. Wieder drei Luftmaschen, aber grundsätzlich geht es jetzt ganz genauso weiter. Drei Luftmaschen mit der festen Masche starten. Das ist immer ganz gut, wenn man sich das merkt. Mit der festen Masche wird immer gestartet. Dann kommt man auch nicht durcheinander und findet eben genau die Einstichstellen schon jeweils. So. Und hier wieder die letzte Masche. Ich habe jetzt nochmal zwei Reihen weiter gehäkelt und man kann jetzt wirklich sehr schön den Effekt sehen. Man sieht hier immer diese festen Maschen, die wirklich deutlich und gut zu erkennen sind und dem Ganzen so eine schöne Struktur geben. Und dann hier so etwas größer immer die Stäbchen, die drin liegen. Eine ganz interessante Struktur, relativ unruhig und nicht so ganz berechenbar. Gefällt mir sehr, sehr gut, ist auch richtig schön dicht und ja, ein schönes Muster, eine schöne Variation. Ich hoffe, das Ganze hat euch wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.